So, guten Morgen, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, lange habe ich schon damit gedroht, dieses Spiel beim unglaublichen Skills auch absolut nach unten zu ziehen. Wie ich es bei allen Spielen so toll mache. Ja, die Reise ins All von Real Troll. Mensch, was ist das denn für ein schlechter Startbildschirm? Da steht ja nicht mal groß drauf, von wem es ist. Mensch, das muss man auch groß hinschreiben, überall. Und 20.000 Intro-Videos machen, Bilder. Ja, egal. Die Reise ins All. Ich hab's schon mal gespielt und muss sagen, verdammt, das Spiel ist gut. Also gut, es ist jetzt nicht so schwer, bei dem Müll, der teilweise veröffentlicht wird. Und das meine ich nicht nur im RPG-Maker-Sektor, sondern so allgemein. Es ist inzwischen... Es wird einfacher, da zu glänzen. Vor allem, wenn ich mir so manche Spiele anschaue. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Kann ich, wenn es Let's Plays noch überlästern. Was ich sicherlich auch einige Mal tun werde. Ja. Und ich werde versuchen, natürlich alle Rätsel zu lösen. Da habe ich beim letzten Mal schon ziemlich viel geschafft. Ich glaube, zwei haben mir beim ersten Mal gefehlt. Gut, wahrscheinlich werde ich heute wieder an irgendeinem vorbeilaufen, der so offensichtlich ist. So, oh, guck mal, ich bin Quest. Nimm mich an! Und ich laufe vorbei, ganz klar. Ja, worum es geht, ja, das seht ihr dann im Spiel. Ich will auch die Spannung vorwegnehmen. Und ihr dürft euch wieder auf eine köstliche Synchronisierung freuen. Ja. Also ich empfehle, den Sound auszumachen, da kommt es am besten. Könnt ihr es in vollen Zügen genießen, wenn ihr gerade in einem Zug sitzt. Ich bin so witzig. Ich muss fast schön mich selbst lachen. Ich starte besser mal. Wollte nur irgendwas Dummes erzählen. Und ich hoffe, die Musik ist nicht zu leise und auch nicht zu laut. Das ist immer ein bisschen schwer einzustellen. Und ich mag allein schon das Intro. Ich mag es einfach. Real Troll präsentiert. Das hat er über Nacht gemacht. Bücherwurm. Ah, geliebte Bibliothek. Erquickendst du aller Räume. Wie spricht man alten Mann? Ich spreche normal keine alten Männer. Ich habe mit alten Männern normal nicht viel zu tun. Heute ist mir nach seichter Unterhaltung zumute. Etwas Spannung, eine Prise Gänsehaut, Fantasie und verwegene Helden. Vielleicht auch etwas Sex. Ein Herr der Ringe-Porno. Es fängt schon an. Eine Vampirgeschichte? Nein, das hatten wir schon zu oft. Ich verstehe die Anspielung überhaupt nicht, nein. Und das? Ach nein, das klingt nach jeder Menge Spezialeffekte ohne Handlung. Das ist jetzt eine Anspielung auf sehr viele Spiele. Ach du Schreck. Ach ja, die Statue. Ich klinge so überhaupt nicht nach altem Mann. Oho, das verspricht doch einiges. Die Reise ins All. Ein Roman, der den ganzen Leser fordert. Alle Wetter noch eins. Da blätter ich doch gleich hinein. Ah, Rechtschreibung, wunderbar. Ich kenne kommerzielle Spiele, die haben eine schlimmere Rechtschreibung. Die Seiten sind etwas speckig. Na, hoffentlich ist das keine dieser abgegriffenen Schwarten. Die Reise ins All. Eine Geschichte von Real Troll. Oder Realtroll, oder... dem Typi da halt, ne? Wie diese Autoren heutzutage auch immer heißen. Zitzitze. Na dann, auf ins Vergnügen. Ich finde die Animation so wunderschön. Die Reise ins All von Realtroll. Wir schreiben das 19. Jahrhundert. Die Techniker über die Welt. Kleines Spielzeug. Alles dampft, zischt, raucht und ist schneller als je zuvor. Städte bersten schier auseinander vor den... Gott, oh Gott. Tummelnden Massen. Wo zuvor die Kathedralen das Stadtbild bestimmten, recken sich nun die Schluder der Fabriken und schwängern die Luft mit purem Fortschritt. Ja, das gefällt. Die Zivilisation ist auf ihrem endgültigen Gipfel, dem Mount Everest. Hey, da bin ich. Juhu, ich habe eine Gastrolle. Ich bin die Wüste. Ja, das wird das ganze Spiel über so weitergehen. Dieses spezielle Fleckchen Erde hier fühlt sich von den androllenden Modernen noch sicher. Das ist ein Irrtum. Sie ist schon längst hier. Professor, Professor, wir haben es gefunden! Hans. Kommen Sie, kommen!
Was scheißt du denn, Junge? Die Pforte! Der Sandsturm letzte Nacht! Sie hat recht! Das Grab! Sehen Sie nur! Beruhige dich, Hans. Warst du wieder in der Sonne? Ich habe doch... Ich klinge immer noch nicht nach Alpenmann. Hast du gerade gesagt, ihr habt die Pforte gefunden? Ja, ich bin auch so aufgeregt. Erinnern Sie sich an den Sandsturm von heute Nacht? Oh, das war eine Frage. Nein, ich schreibe immer Fragen als normale Sätze. Ja, der Satz formuliert. Lies weiter. Wie könnte ich den vergessen? Der war in der Tat ungemütlich. Aber er hat die Pforte, nachdem wir Graben reingeweht. Tonnen und Sand in einer einzigen Nacht. Dann nichts wie ihn, das muss ich sehen. Ich klinge so überhaupt nicht nach Alpenmann. Und ich kann heute auch gar nicht so lange aufnehmen, deswegen habe ich mir auch keine Uhr oder sowas hingestellt, damit ich weiß, wie spät es ist. Sapperlot, was für ein Fund. Die kaiserliche archäologische Gesellschaft wird beeindruckt sein. Müsste die kaiserliche nicht klein geschrieben sein? Oder ist das ein kleines K? Ja, suchen wir nach Fehlern im Spiel. Mir fühlt sich gerade ein Lebenstraum. Ist alles in Ordnung, Professor? Aber ja doch, Hans. Es ist sogar alles vorzüglich. Hoho, ich bin der Weihnachtsmann. Ich muss sofort in das Innere. Scheiße. Wir haben schon alles versucht, aber bislang ist uns nichts gelungen. Ist es uns nicht gelungen, den Öffnungsmechanismus zu aktivieren? Ich habe auch nicht erwartet, dass es einfach wird. Hans, wir messen hier unseren Geist mit einer der rätselhaftesten Kulturen der Vergangenheit. Aber ich will nicht mehr der berühmte Forscher sein, wenn es mir nicht gelänge. Ich lese schon wieder Kommas, wo keine Sinn. Wenn es mir nicht gelänge, dieses Geheimnis zu ergründen. Hoho, der Spaß fängt an. Ich bin der Weihnachtsmann. Ah, nein. Der Zugang und Vorderstellung von ein gehöriges Rätsel. Ja, Beduina, das ist, glaube ich, da mein Fraps-Counter ist im Weg. Scheiße. Wir hätten nie nach dieser Scheußlichkeit suchen dürfen, Effendi. Sie wirkt wie ein versteinerter Chin. Gute Güte, was redest du da? Die Statue ist wunderschön. Ja, ich werde doch wahrscheinlich noch 10-mal die Stimme wechseln, bis ich wieder irgendwas unglaublich Grauenhaftes zum Anhören und zum Sprechen habe, wie bei Wolfenheim. Zum Glück hat uns der Sturm die harte Arbeit abgenommen. Das ewige Sandschaufeln kann einem irgendwann auch zu viel werden. Ach, die paar Kilo Sand hier. Wir müssen Acht geben, dass wir die Geister der Toten nicht erzürnen, wenn wir ihre Ruhe stören. Ich habe mir noch nie davon aufgehalten, die Ruhe zu stören. Wenn die Wüste etwas freigibt, wollen sie für einen Preis. Immer. Sie will so ungefähr 3,50. Oho, ein verzügeltes Exemplar des gemeinen Wüstenfuchses. Gattung Phenizus. Unterfamilie der Kaninchen. Oder wie immer man das ausspricht. Ich kann den Bildschirm nicht verlassen. Du darfst nicht in die Wüste gehen. Ist da noch irgendwas? Ich glaube, das waren nur Sanddünen. Und ich schnappe den. Naja, gut. Ich schnappe mir nicht den Sandsturm. So, nein. Keine tödliche Vernichtungskobra des Untergangs. Das gesamte Gestein ist sandverkrustet. Ohne Werkzeuge kann ich das hartige Zeug nicht entfernen. Nein, das klingt auch scheiße. Es könnte noch ein paar Stunden dauern, bis ich eine Stimme gefunden habe. Was für ein scheußliches Biest! Hoffentlich dringt die Eisenbahn bald in diese Öde vor. Ja, hier wollte ich schon immer mit der Eisenbahn durchfahren. Diese Tonkrüge sind schon pfiffige Konstruktionen. Die Wasserverdunstung liegt bei unter einem Tropfen. Ja, ich finde die Angabe... Das hatten wir schon. Leicht unpräzise, weil... Unter einem Tropfen pro Sekunde ist jetzt auch nicht gerade wenig, ne? Ein Krug mit Honigbroten. Ich werde auf meiner Expedition noch zum Schleckermaul. Hoho. Nein. Diese Tonkrüge sind schon pfiffig. Hatten wir schon. Hm? Ist da irgendwas geruckelt? Ich fange dich. Daneben nicht. Ich bin übrigens an einer Klippe. Also es wirkt jetzt so ein bisschen so. Ich könnte da runterspringen. In den Sand und dann sterbe ich. Nein, war nur ein Witz. Bislang haben wir diese wundervollen Krüge aus dem Sand gegraben. Wer weiß, was wir jetzt finden. Noch einen Krug. Ja, kennen wir schon. Noch mehr Krüge, ja. Hier ist nur der Krimskram, der sich im Laufe des Zeitlebens so ansammelt. Noch mehr Krimskrams.
Hier fliegt also mein sorgsam zusammengestelltes Entdeckerwerkzeug herum. Ich muss einmal ein ernstes Wort mit Hans reden. Das klingt immer noch scheiße. Ich habe bereits mein Werkzeug. Ja, Honigbrote. Ich werde nachher wieder Hans um Hilfe bitten müssen, mir die Kerze da oben auszublasen. Die alten Kulturvölker, ihr Wachen, Höhepunkt und Niedergang. Es gibt keine zweite Seite. Es gibt nur den Titel. Alle Bücher sind leer. Ein gutes altes Tagebuch. Fünfter Tag. Unter all den Sandmassen stießen wir heute auf bemerkenswerte Tonscherben. Ich bin also auf der richtigen Spur. Oder habe einen alten Nachttopf gefunden. Nichts. Aber ich weiß, dass ich an der rechten Stelle grabe. Nazi! Einer der Arbeiter stieß auf ein vorzügliches Exemplar einer urtümlichen Schreckechse. Derartige Beifunde hellen die tristen Tage auf. Achter Tag. Die Sonne macht meinen Assistenten zu schaffen. Der arme Hans hat schon wieder Stimmen aus dem Wüstboden erklingen hören. Ist doch nur neidisch, dass er die Stimmen nicht hört. Die Arbeiter werden langsam maulig. Neunter Tag. Richtige Reihenfolge lesen und so, ne? Ich musste schon wieder um innervierende Lohnforderungen feilschen. Dazu diese Hitze. Grässlich. Zehnter Tag. Sand, Sand, Sand. Zu allem Überfluss kündigt sich ein Sandsturm an. Ich werde heute früh zu Bett. Um dringend benötigte Kräfte zu sammeln. Fehlt da nicht ein Gen? Ich habe übrigens die neueste Version, 1.4. Schon wieder ein Fehler. Dieses Spiel ist so schlecht, ne? Brrr, es waren wirklich ein paar furchtbare Tage darunter. Aber jetzt winkt das Abenteuer. Eine Entdeckung wartet. Klingt so nach alten Mann. Die Wüsten des Ordens in ihrer Gestalt und ihrem Wesen. Messbuch der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft. Ich glaube, das soll ein kleines Cast sein, oder ich habe keine Ahnung von Rechtschreibung. Oder beides. Tja, ja. Solch dürftige Lagerstätten sind der Preis des Forscherlebens. Kenne ich Schlimmeres. Ein fantastisches Exponat. Ich konnte einfach nicht widerstehen, als wir es zufällig gefunden haben. Boah, kenne ich. Ich nehme auch immer riesige Köpfe mit, die ich gerade so irgendwo sehe. So, habe ich hier wirklich alles? Habe ich auch wirklich alles? Nein, du hast einen halben Taler übersehen. Mein Gott! Dann wollen wir einmal vorsichtig die obere Staubschicht abklopfen. Pff, im Vorschlaghammer. Da ging der Eifer mit mir durch. Ein Volltreffer. Hans, ich habe ein Inschrift freigelegt. Ein Inschrift? Was steht da? Schwierig zu entziffern. Wer das liest, ist doof. Sie ist sehr alt. Hier ist eine Kartusche. Brabbel. Ha, ein Kinderspiel, wenn man erst einmal den Bogen raus hat. Hör gut zu, Hans. Hier steht. Ich bin dumm. Anubis, Hüter des ewigen Wunders, wirf deinen schützenden Schatten über das, was verborgen bleibt. Boah, lesen, das ist auch so eine Sache. So, da wollte wohl jemand etwas Erzagtheit in unsere in unerschrockene Herzen pflanzen, Oh, wie freundlich sie mich an. Hallo? Ich habe jetzt keine Ahnung, was das war, und ich hoffe, man... Keine Ahnung. Aber nicht einem Gelehrten der zivilisierten Welt. Das Dunkel des Aberglaubens schreckt mir nicht. Professor, die Statue! Irgendetwas passiert! Ja, aber störe mich jetzt nicht, guter Hans. Ich denke über den Zinsspruch nach. Grübel. Übel, sprach er über seine Wandschaschung. Was sehen Sie doch? Was über Ihnen vorgeht? Die Augen strahlen ein fernartiges Licht aus. Das wird eine hohe Stromrechnung. Gib doch einen Moment Ruhe, so kann ich mich unmöglich konzentrieren. Na du, was geht denn hier vor? Professor? Professor, wo sind Sie? Ach je, hoffe ich ist dem alten Zaunskopf nicht zugestoßen. Und ich werde jetzt erstmal das Spiel neu starten, glaube ich. Sabalot, bin ich denn hier gelandet? Und ich werde jetzt erstmal das Spiel neu starten, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ja. Ja, es scheint alles gut aufgenommen zu haben, also keine Fehler oder so. Ja. Und ja, hier werden übrigens die Folgen möglicherweise etwas länger werden, weil
Es passt recht viel in eine Datei. Also das geht dann teilweise so 13 Minuten bis 20 Minuten und ja. Naja, nicht 20, aber da hier mal versuchen, möglichst 20 hochzuladen und schneiden. Ein bisschen kompliziert mit meinem nur ein wenig Sand, der durch die Fugen rinnt. Mein Programm ein bisschen umständlich ist und ich dazu keine Lust habe, könnte es sein, dass hier auch mal die Folgen eine halbe Stunde wären, eine Dreiviertelstunde. Na gut, eine Dreiviertelstunde nicht, aber so Richtung halbe Stunde, wie bei Wolfmein, könnt ihr euch schon mal merken. Eine Inschrift, die ist schnell übersetzt. Auf Tag folgt Nacht, sie weicht dem Tag, das Muster dauert ewig. Bring zusammen, was ich nicht mag, und dann zur Türe dreh dich. Ein Rätsel, öffnet man so die Tür. Schauen wir uns auch mal die Tür an. Eine Art von Tür, so so. Aber wie geht sie auf? Mit einem Schlüssel. Das ist, glaube ich, nochmal dasselbe. Ja, ist dasselbe. Eine ordentliche handwerkliche Arbeit. Leider ist mir symbolisch alles andere als klar. Potztausend! Ich habe ein Stück aus dem Stein gebrochen. Hoffentlich ist das Artefakt nicht ruiniert. Kann ich da unten noch was machen? Nö. Und wie weiter? Moment, wie war das? Sonnenstände zu legen? Jetzt bin ich aber gespannt. Haha, ich bin so brillant. Dieses Problem war schon fast von beleidigender Trivialität. Ich brauche noch eine andere Stimme. Metall sich beugt, gehorcht dem Stein. Empfindest du das Paar der Zwei? Metall sich beugt, gehorcht dem Stein. Gerade so lächerlich einfach. Das war jetzt mehr Glück, dass ich das auf Anhieb geschafft habe. Da scheint es endlich wieder etwas heller zu werden. Oh Gott. Brrr. Das ist wirklich zu einer scheußlichen Angelegenheit. Aber hier heißt es, nicht verzagen. In meiner Jugend war ich die Sportskanone schlechthin. Hoho. So vor 80 Jahren. Boing, boing. Wir speichern. War aus einem einfachen Grund, ich möchte nicht getroffen werden. Ja, einige werden jetzt sagen, du bist voll langweilig. Oh. Ja, ich weiß, das ist... Ich mach's mal wieder unglaublich spannend, somit. Gott, bin ich gut. Anspruchsvoll. Oh, bin ich gut. Gott, bin ich gut. Herzlichen Glückwunsch. Null Felsentreffer, jeweils minus 1 P. Deswegen, ne? Null Zusammenstöße, jeweils minus 1 P. Und Abstürze, jeweils minus 5 EP. 30 EP. Ich bin so gut. Geuch, was für ein unwürdiges Zirkustreiben. Hoffentlich bleibt das künftigen Forschern erspart. Ich habe den falschen Bart, um seine Stimme zu haben. Und hoffentlich kommen jetzt ein paar gemütlichere Fallen. Das weiche Sofakissen. Das ist ungewöhnlich. Sieht man selten in der Wüste, das stimmt. All diese Apparaturen darf man in der 1000 alten Anlagen wie dieser auch gar nicht erwarten. Puh, ich brauche jetzt einen Schluck Cognac. Ach nein, erst möchte ich wissen, wozu die ganze Maschinerie überhaupt da ist. Ob sie auch funktioniert. Tja. Aber ja, natürlich. Zweifellos ein Antriebsaggregat. Äußerst fortschrittlich. Braucht bestimmt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ist wie eine Frau, die braucht immer Kohle. Aha. Dann wollen wir die Anlage in Betrieb nehmen. Hinein damit. Ich gehe lieber ein Stück zurück. Na, na. Da fehlt ein Leerzeichen nach dem Na, oder? Gott, wie die Lied. Was ist denn nun? Ich bin genau der Richtige, der sich über Rechtschreibfehler aufregen muss. Fantastisch! Die Apparaturen verrichten nach dieser schieren Ewigkeit immer noch ihren Dienst. Deutsche Wehrarbeit. Aber was bewegen sie bloß? Faszinierend. Mein Notizbuch, wo ist es nur? Ich muss das festhalten. Es scheint eine Art kontrollierter Blitz zu sein. Aber zu mag er dienen. Teufel auch, jetzt ist es mir doch ein wenig mulmig.
Yeah. Die Spannung steigt. Ich stehe echt unter Strom bei dem Spiel. Ein Jahr später, im Herz der Zivilisation, Deutschland. Ganzer Zug, Achtung! Ganz manierlich, dürfen stolz sein, kaiserlichen Rock zu tragen. Rühren! Dulde keine Schlaffheiten in meiner Truppe. Wollen sehen, ob ihr nicht das Marschieren verlernt habt. Ganzer Zug, einmal ums Karree, Marsch! Das wollte ich Kaserne sagen, denkt mir, hey, schreibt mir doch anders. So, nicht gleichmäßig, du. Naja, geht doch! Wollt wohl der Garde Konkurrenz machen, was? Der Schatz, hab auch Humor! Hehehehe. Wieder ernst werden! Sieh dir nicht auf dem Platz! Rühren! Gott, die Hölle! Gerade von Zackblitz. Prächtige Truppe, die der Magnitz da führt. Was, Schleicher? Ganz wie Sie meinen, Herr General. Glaube, die Grabophonanlage auf dem Dach bringt den richtigen Schwung. Müssen wir der Zeit gehen. Versteht ihr das? Genau meine Meinung, Herr General. Da wir schon bei diesem Thema sind, zurzeit findet die Weltausstellung statt. Ich denke, wir sollten uns auf dem Laufenden halten, welche Art von neuartigem Kriegsgerät dort präsentiert wird, Herr General. Weltausstellung? Bürger Philippans, lenkt nur von Maschinen und Gehorchen ab. Sehr richtig, Herr General. Allerdings, mit 80 Jahren habe ich nie der Schlacht teilgenommen. Ja. Hab bei Hoppenhofen eine Ladung Stroh an die Birne gekriegt. Schlimme Sache damals. Der Kerl ist die Hölle. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr General. Wollt doch auf irgendetwas hinaus. Sie wollten einen unserer Männer zur Weltausstellung schicken, um die Neuerungen zu begutachten. Aha, habe also aber gut aufgepasst, Schleicher. Ah, wollt ihr nur testen? Werde mal einen tüchtigen Magwitz schicken, schneidiger Offizier. Ich glaube, für den brauche ich auch eine Stimme. Magwitz, auf ein Wort. Ganzer Zug, Aufstellung! Achtung! Fabelhafte Truppe hat er da, Magwitz. Jawohl! Denke, er bringt das noch einmal weit bringen. Er bringt das Paket zu mir. Ich werde es noch einmal weit bringen. Rühren, Magwitz. Habe einen kleinen Auftrag für ihn, Magwitz. Warum spreche ich so komisch? Was war das noch gleich, Schleicher? Zur Weltausstellung gehen und Informationen über ein neues Kriegsgerät sammeln. Hat er das gehört, Magwitz? Magwitz, wo ist er denn? War doch gerade eben hier. Bin hier drüben, General! Herr General! Junge, Potzblitz, fixer Junge! Kaum in scharfen Augen zu halten. Dann packe mal seinen Kram zusammen. Mach sich auf den Weg. Noch Fragen? Prächtig, bitte mal im Büro. Wer sind diese ganzen Leute? Wer noch ganz blimblim bei diesem Chaos hier? Kommen Sie, Herr General. Ich fühle Sie in Ihr Büro. Büro? Na, meinetwegen. Kann ist die Hölle. Ich glaube, ich brauche eine andere Stimme für ihn. Ganzer Zug! Grundaufstellung! Wenn wir beide allein lassen müssen! Wir keine Geschichte über fiese Matenten bei meiner Rückkehr hören, klar? Na gut, rühren und hier auf weitere Befehle warten! Achtung! Rühren! Ach, herrlich. Moment, guck mal, die Flagge nicht ansprechen? Ah ja, richtig. Und die Kanone? Ah, ich mag das. Ich habe kein bunt flackerndes Gras mehr. Achtung! Schöner ist, die stehen da oben jetzt auch still. Sehr schön gemacht. Warum auch immer die da oben jetzt auch still stehen, aber ist nicht so wichtig. Hopp, hopp, Kerl! Schlage schon mal Zusehen ein! Er macht einfach die schneller. Mannschaftsküche. Offizier anwesend! Habe auch nicht die geringste Ahnung, wie man ein zwangsloses Gespräch mit Untergebenen führt. Schmeckt's? Jawohl! Aha, so, weitermachen! Ich glaube, die sagen überall dasselbe. Hier kann man die Musik regeln. Kann gar nicht genug von dieser Art Musik bekommen! Angenehm disziplinierender Klang! Will man die Lautstärke regeln? Natürlich lauter, was sonst? Ich glaube, die sagen alle dasselbe. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Wahrscheinlich ist die Musik jetzt viel zu laut. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich Magwitz gerade an Oberst Kling.
wobei ich bezweifle, dass Klick jemals so schneidig war. Ja, ich werde es mit jedem reden. Ihr könnt nichts dagegen tun. Es bringt euch auch nichts, den Browser zu schließen. Oder den Videoplayer, wenn ihr das Video heruntergeladen habt von YouTube. Okay. Gehen wir mal den Koch. Ihr habt gefressen, was auf den Tisch kommt, Karl. Exzellenz geht's vor mir nicht. Ups, herzlich willkommen und ergeben Sie Gruß an solch unerwarteten hohen Besuch. Verzeiht, Herr Leutnant, dass ich nicht gleich... Will wohl zu den Grenadier gesteckt werden, hä? Meint er, hier seine Späße treiben zu können? Mitnichten, euer Leibhaftigkeit. Ganz der wurde Diener. Halten zu Gnaden, wie es beliebt. Wer den Impotent... Impotenten? Ist impotent. Wer den Impertinent... Erst den Buchstaben liest. Ich sehe schon, das wird doch sehr lustig werden. Wer den Impertinenten... Jetzt haben wir es. Kann im Auge behalten. Hab schon ganz andere klein gekriegt. Gewiss, gewiss. Ich bin ganz gelebt bei mein. Na, na, er weiß offenbar doch, wo sein Platz ist. Sein braves Hündchen. Weitermachen. Psst, hast du gehört? Der alte Essensbunch hat endlich eine Abräumung gekriegt. Mann, ab. Hat sich schon lange verdient bei dem Fraß, den er hier serviert. Na, mit irgendwas muss man ja den Feind vergiften. Das ist einfach nichts vom Pferd. Pssst. Pssst. Ja, das A braucht mit A sind eh scheiße. Passt ihr mir auch gut auf die Pferde auf, Karl? Jawohl, Herr Leutnant. Sind edle Tiere. Würde ihm gar nicht gut bekommen, wenn ihnen etwas zustößt. Jawohl, Herr Leutnant. Das hat doch bitte eine Anfrage äußern zu dürfen. Toll dreist geworden. Wie? Habe ich doch gar keine Erlaubnis zur Rede erteilt. Naja, was hat er denn nun? Raus mit der Sprache! Jetzt die Musik, Herr Leutnant! Die Pferde werden noch verrückt bei dieser Dauerbestallung! Ich selbst klage ja gar nicht, aber die Tiere... Übergeschnappt! Was? Will er uns die Märsche verbieten? Nein, Herr Leutnant! Wir wollen künftig Wirtshausmusik hören! Hä? Nein, Herr Leutnant! Wenn wir seine Visage einzuprägen wissen, die angenehmen Zeiten sind für ihn endgültig vorbei! Jawohl, Herr Leutnant!